Herzlich willkommen zurück zu Deponia The Complete Journey mit Airesu. Ich bin Airesu. Und dies wird leider wieder eine etwas kürzere Folge. Und das wird leider auch eine der Folgen, in denen ich mich sehr auf einen Kommentar verlasse, statt selbst Dinge zu suchen. Denn offenbar habe ich irgendwo, ja, dort, einen Pfeil übersehen. Und dort geht es wahrscheinlich zum Schischlumpi. Ja, war das Wahrscheinlichste, dass ich das bei Bellevue vergessen habe, weil an den anderen Orten war ich ja dauernd. Und gerade auf der Suche nach Schischlumpi habe ich immer wieder Bellevue ausgeschlossen. Ja, und dort haben wir auch Schnabeltiere. Und den Schnabeltier-Trapper. So sehr ich Fachidioten auch verabscheue, der Hut ist irgendwie lässig. Oh, und da ist ein echtes Schnabeltier. Willkommen im Schnabeltierparadies. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? Schnabelhaft, ja. Ich mag Wortwürze, aber der ist irgendwie lahm. Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Grußkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musik-Datasetten mit Schnabeltierlauten. Tja, da bleibt kein Wunsch offen. Ja, und nichts davon sieht man hier. Und es gibt keinen Eingang, also das finde ich etwas merkwürdig. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Oh, wo sind sie denn? Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiergedichte? Ja. Hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier Daily abgedruckt. Okay. Ja, das hier ist das Wichtigste, das heißt, wir reden darüber am Ende. Oh, apropos. Ich habe das Mikrofon umgestellt. Ich hatte das Gefühl jetzt in den letzten paar Folgen, also seit vielen Folgen, dass die Mikroqualität ein bisschen abgenommen hat. Und naja, ich gucke jetzt, ob ich das irgendwie wieder besser hinkriege, dadurch, dass ich das Mikro anders positioniere. Wenn es was ausmacht, also wenn es irgendwie besser ist oder auch schlechter, würde ich darum bitten, das zu schreiben. So, okay, weiter. Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Ah, okay. Schnabeltierwachs. Jetzt kenne ich mich leider mit Wachs nicht genug aus. Um zu wissen, wie genau das funktioniert. Macht man den einfach aus Fett? Du belieferst auch das Schnabeltier. Oh, verdammt, das ist so wichtig. Man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Boah, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Aha. Gut, jetzt weiß ich, was ich mit den Eiern machen muss. Was meinst du mit unbewachten Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Reißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu. Ich bezweifle, dass Rufus die Recherche machen wird. Was hat es mit diesem Schnabeltierclub auf sich? Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Man erfährt als Erster alles über das Wunder der Schnabeltierbrut und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einem Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Bürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Ich habe Probe
eure Mitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Immer noch, du bist ein verdammter Glückspilz, was man daran erkennt, dass du immer noch am Leben bist. Okay, wir brauchen offenbar doch die Fibel und dafür brauchen wir einen Glückskeks. Die sind ja auch hier schon angekündigt. Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge, aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. Ein Fan, der nicht über das Thema sprechen möchte, das ist merkwürdig. Ich habe brisante Hintergrundinformationen über die Pläne des Organon. Und? Und du hast eine Schnabeltierfibel. Vielleicht kommen wir ins Geschäft? Nein, kein Interesse. Und was, wenn der Organon plant, Deponia zu sprengen? Plant er das denn? Ja, das sage ich dir erst, wenn ich die Fibel bekomme. Nein. Aber vielleicht brauche ich die Fibel, um die Pläne des Organon zu durchkreuzen. Dein Leben könnte davon abhängen. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Dann explodier doch. Oh, wie aggressiv auf einmal. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Komische Betonung. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Was mal wieder beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Okay. Gut, da geht's nach oben, da geht's nach Bellevue. Eine Kurbelhaltung? Ich habe eine Kurbel. Ein Ei, noch eins. Das heißt, hier ist auch irgendwo ein Nest, ne? Oder auch nicht. In diesem Fall. Grußkarten. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heute bei dir. Ja, nicht unbedingt die Poesie, die ich verkaufen würde. Ach, da ist das Nest. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Ja. Warum bezeichnen die eigentlich die ganze Zeit die Schnabeltiere als extrem hässliche Vögel? Haben die was gegen Schnabeltiere? Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Außerdem sind es keine Vögel, oder? Legen die überhaupt Eier? Finger weg! Die Fibel ist nur für Mitglieder des Schnabeltierclubs. Auch wenn sich alles in mir sträubt, diese Frage zu stellen. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe... Das mal wieder beweist. Okay. Da haben wir eine Klingel, da haben wir eine Bestellkarte. Gucken wir uns die mal an. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Hallo? Anleitung für ein Menü. Wir haben 0 Cent. Omnonom, die Schnabeltierburger sehen fantastisch aus. Zu dumm, dass Rufus Bosus Geldbörse für ein chemisches Experiment in Säure zersetzen musste. Jetzt bleibt ihm keine Wahl, als die zahlreichen Sonderangebote des McTulu im Business Ruf also geschickt miteinander zu kombinieren, dass er wenigstens einen kleinen Happen umsonst auf dem Tablett behält. Was ist das hier für ein Ausrufezeichen? Cool. So, okay, einen kleinen Happen umsonst. Okay, wir können das reduzieren. Okay, ich verstehe. Wir kriegen ein klein bisschen Geld, wenn wir das hier entsprechend machen. Wir müssen ein Menü auswählen, das dann Dinge in die... Ja, Dinge in etwas verwandelt, dass wir das wir reduzieren können, um dadurch ein bisschen Geld zu sparen. Und wenn wir genug Geld gespart haben, dann haben wir was, ohne was dafür zu bezahlen. Dadurch, dass es McTulu heißt, nehme ich mal an, dass diese Person hier Tentakel haben wird. Wie Cthulhu und so. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. Wieso nicht? Vielleicht mag sie Schnabeltiere. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlt etwas. Aber was? Ja, was könnte es sein?
Ich rühre grundsätzlich nicht. Ja, wirst du aber wohl müssen. Nach oben geht wirklich nur hier, ne? Ja. Und da haben wir die Kurbel. Eine Kurbel? Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. Na. Gut, das Ei darf ich immer noch nicht mitnehmen. Dafür werde ich erstmal die Fibel brauchen. Um die Fibel zu bekommen, brauche ich einen Glückskeks. Um den Glückskeks zu bekommen, werde ich wohl ein Gericht bestellen müssen. Das heißt, wir klingeln mal. Einen Augenblick bitte, bin sofort bei Ihnen. Großer, allmächtiger Methuen. Ja. Ein treuer Diener hat ein neues Opfer für dich gefunden. Mokinos, Aprixidur, Numidom, Padex, Paradur, extra Käse. Ja, ja. Eigentlich ganz nett hier. Okay. Da bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Geht viel schneller, wenn man hier raufklickt. Also da haben sie wohl vergessen, das abzufangen für den Fall, dass man den noch nicht gerufen hat. Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltier-Burger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Tschüss. Oh, großer Weiser McCullo. Das Opfer klar. Oppenburger fit machen. Ravanek Kamscha, Ur, Bodenhaltung. Ach ja. Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden. Und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus 3 Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Okay, gut. Romantisch haben Sie es hier. Ja, ich finde es sehr merkwürdig, dass man hier... dass man hier reservieren muss bei so einem Restaurant. Das sieht nicht sonderlich überfüllt aus oder so. Und ich könnte direkt was hier bestellen, also... Ja, vielleicht bezahlt man extra, dass man nicht geopfert wird oder so. Ich hätte gerne einen Tisch für 2 Personen reserviert. Für 2? Einen Moment. Tschüss. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Ordo nominem, Hasur Modena, Confuginos, Lyomon Fadamon, Vorbestellung. Oh, na, dann sag ich dir das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Ich finde den Treppeneffekt schön. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Warum? Ich frage mich übrigens, was das für eine Sprache ist. Also, es klang gerade ein klein bisschen nach Latein. Natürlich, am Ende ist immer ein deutsches Wort mit bei. Aber an sich, naja, eine Mischung aus Nonsens und Latein, würde ich sagen. Es klingt nicht nach wirklich der Sprache der Cthulhu-Anhänger. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Okay, gut. Dann reden wir hier mal. Hey, komm zurück. Einen Augenblick bitte. Was kann ich denn für Sie tun? So. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Die Aussicht, die Altstadt. Fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Ich glaube, er hat uns schon die fehlenden Kinder aufgefallen. Urum Deus Satina. Murmel, Schnurmel, Schnabbel die Bautz.
Okay, das ist definitiv kein Latein. Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Deus wäre auf jeden Fall der Akkusativ von Deus, also die Götter. Also Plural Akkusativ von mein Latein ist leider nicht sonderlich gut, deswegen. Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Das Opfer fragt nach den Glückskeksen, oh Herr. May your answer Adino Muror Laduna. Da Paridos Domentur. Genau. So, und schon wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück nett haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub. Hurra! Gut. Dann sind Sie hier fast durch. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Tschüss. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Der sollte sich einen Fahrstuhl anschaffen. Nach der Abendkarte? Was sage ich Ihnen denn jetzt? Honesto minem, holidur, olos verito. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Ja, okay. Dann für mich erstmal nichts, danke. Für mich erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Ich habe alles versucht, oh Namenloser. Ich dachte, er ist McTulu. Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Noctus Oren Astidur. Ja. Ich glaube auch, dass er sie bekommt. Ein guter Service. Sehr gut. Dann schauen wir uns das mal an. Ich habe nicht so viel Zeit. Eigentlich müsste ich jetzt schon Schluss machen. Also, wir können den Burger runterschalten, um dadurch 1 Cent zu sparen. Und wenn wir das Getränk zweimal runterschalten, bekommen wir insgesamt auch 1 Cent. Das heißt, also wir brauchen natürlich einen Glückskeks. Wir können 2 von den Burgern zu einem großen machen und den runterschalten, dann hätten wir 1 Cent. Dann wären das hier nur noch 2. Ja, das Getränk noch runter, dann wären es noch 1,5. Das wäre aber immer noch nicht genug. Wenn ich allerdings hier, wenn ich zweimal das Menü 1 nehmen würde. Ich will zweimal das. Okay, kann ich nicht. Schade. Der Gedanke war, zweimal das Menü 1 nehmen, dann hier die doppelten Getränke und doppelten Burger umtauschen in große Burger, die man wiederum weggeben kann. Andererseits, dann hätte ich ja auch trotzdem schon die 4 Cent bezahlt, also. Ah, okay, Moment mal, das. Ups, jetzt habe ich es vergrößert. Ja, verlassen. Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Naja, haben Sie überhaupt genug Geld dabei? Ich meine, so wie Sie rumlaufen? Nein, gemein. Stimmt. Sorry, mein Fehler. Dass der Mint das nicht einfach gibt und mich auf die Falltür lockt, wundert mich ja. Okay. Hier würden wir, wie gesagt, 3 Cent ausgeben. Das Getränk könnten wir zweimal runterbrechen. Das heißt, wir hätten dort 1 Cent übrig. Das hier könnten wir umwandeln und dann weggeben. Dann hätten wir noch 1 Cent übrig. Allerdings bräuchten wir dann 1 Cent noch. Den haben wir nicht. Okay.
Okay, wo haben sie den Fehler gemacht? Okay, wenn wir das reduzieren, haben wir hier 1 Cent, 2 Cent, 1,5, die wir wegkriegen. Während wir normalerweise, wenn wir den Burger einfach reduzieren würden, nur 1 Cent hätten. Das heißt, so, wir können den Burger umwandeln, hier, in ein Getränk. Dann können wir das entfernen. Ja, dann sind wir aber immer noch bei einem. Ja, und die Glückskekse kann man nicht weiter reduzieren. Verdammt. Okay. Wir müssen uns das beim nächsten Mal angucken. Nein, nicht überspringen. Ich will nur raus. Ist das ihr? Ja. Nein, ich meine. Nein, sorry. So, also. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich muss leider beenden aus Zeitgründen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, nehmt wohl hinter das Kommentare. Und adios. Und wie gesagt, Klang, falls das Mikrofon besser oder schlechter geworden ist, bitte melden. Wie gesagt, ich muss da ein bisschen rumexperimentieren gerade.